Und nun eine Variante zu unserem gestrigen Rippchenmuster, auch ganz einfach. Also da siehst du nochmal das Muster von gestern und ich zeige dir nun, wie vielfältig du das variieren kannst. Also hier eine Variante, wo wir rechts verschränkte Maschenrippchen dazwischen haben und hier eine Variante, wo wir links und rechts davon rechts verschränkte Rippchen haben. Und diese Variante zeige ich dir jetzt. Also eine Randmasche. Ich stricke 5 Maschen Perlmuster am Rand, damit es sich nicht einrollt. Rechts, links und rechts. Und jetzt geht's los. Du brauchst eine Maschenzahl teilbar durch 7 und Randmaschen. Eine rechts verschränkt. Die nächste Masche wird wieder von rechts einstechend abgehoben, der Faden bleibt hinter der Nadel und der Arbeit, abheben, eine rechts, ein Umschlag, die abgehobene Masche über die gestrickte und den Umschlag ziehen, eine Masche rechts verschränkt, 3 Maschen links. Also Maschenzahl teilbar durch 7 plus 2 Randmaschen bzw. da noch das Perlmuster dazu, rechts verschränkt. Rechts einstechend abheben, eine rechts, ein Umschlag, die abgehobene über Masche und Umschlag ziehen, eine rechts verschränk. 3 Maschen links. Noch einmal, eine rechts verschränkt, eine rechts einstechend abheben, eine rechts ein Umschlag, die abgehobene über die gestrickte und den Umschlag ziehen, eine rechts verschränkt, 3 Maschen links, eine Masche rechts verschränkt, eine rechts einstechend abheben, eine stricken, ein Umschlag, die abgehobene über Masche und Umschlag ziehen, eine rechts verschränkt, 3 Maschen links. Da bleibt mir noch eine Masche übrig. Die habe ich zu viel angeschlagen. Die stricke ich rechts verschränkt. Und 5 Maschen rechts, links, rechts, Randmasche. Ich habe also tatsächlich eine Maschenzahl teilbar durch 7 plus 10 Maschen plus 2 Randmaschen angeschlagen. Rückreihe, Randmasche, 5 Maschen Perlmuster. Und dann alle Maschen, wie sie erscheinen. Das heißt, da eine links verschränkt, das war jetzt diese Extramasche, die mir übrig geblieben ist, also nicht links, sondern links verschränkt. 3 Maschen, jetzt beginnt das Muster, 3 Maschen rechts, eine links verschränkt, 2 links, eine links verschränkt. Die stricke ich da falsch. Also links verschränkt gehört die, danach 3 Maschen rechts, eine links verschränkt, 2 Maschen links, links verschränkt, 3 Maschen rechts, eine links verschränkt, 2 Maschen links, eine links verschränkt, 3 Maschen rechts und noch einmal links verschränkt, 2 Maschen links, links verschränkt und meine 5 Maschen Perlmuster rechts, links, rechts, Randmasche. So, auf der Rückseite ist es einfach ein unauffälliges Rippenmuster. Auf der Vorderseite hast du diese und gleich darunter siehst du eine Variante davon. Da habe ich diese rechts verschränkten Maschen ein bisschen weggerückt. Also da habe ich diese Abheben rechts Umschlag, dann 2 Maschen links, rechts verschränkt 2 Maschen links. Viel Freude damit!